So, willkommen Freunde zu Level 5 Freedom, Freiheit. Willkommen in der Freiheit. Oha. Das ist alles hier ziemlich zerstört. Hier gab es wahrscheinlich eine atomare Explosion. Wir sehen da hinten schon einen guten Mann am Hubschrauber, der uns hoffentlich mitnehmen kann. Ich hoffe ja, wir können ja, wo das letzte Escape hieß, und wir sind ja entkommen. Hoffe ich ja, dass wir hier den richtigen Mann an unserer Seite haben, der uns da mitnimmt. So, der fragt natürlich, ne, wo Morgan und Oliver sind. Sag ich, sind halt beide tot. Hast du die Daten runtergeladen? Ja, habe ich. Genau, soll ich ihm aushändigen? Ich behalte die erstmal für mich selber. So, er sagte, ich bin die einzige Chance, dass du hier rauskommst, vertrau mir. Nee, machen wir nicht, weil nachher haut er ab, wenn er unsere Daten hat. Okay. So, Freunde, willkommen. Level 5 Freedom in der Freiheit. Da hinten haben wir schon einen guten Mann, der wahrscheinlich auf uns wartet, der uns im Hubschrauber mitnimmt. So. Wo ist Morgan und wo ist Oliver? Ja, die sind gestorben. Hast du die Daten runtergeladen? Ja, habe ich. Soll ich ihm die aushören? Nö, ich behalte die erstmal für mich selber. Okay. Na, ja, pass auf, hör zu. Ich bin die einzige Chance, hier rauszukommen. Du solltest mir besser vertrauen. Okay, dann geben wir ihm das doch mal. Okay, ich könnte natürlich sagen, warte mal, ich nehme mal B. Gucken, was dann passiert. Ah, wir hauen ab. Das ist schon mal gut. Oh. Das sieht nicht gut aus. Wenn die atomar ist, geht's ja gleich richtig rund. Ah, shit. Ah. Jetzt müssen wir wahrscheinlich hier aus dem Hubschrauber krabbeln. Ach, das ist eine Katze, ne? Oh, ich hab schon gedacht, das ist ein Löwe oder so. Ist ja echt nur am Krabbeln. Also ich hab die einzige Möglichkeit, die ich habe, ist nach vorne zu krabbeln, komischerweise. Ich kann auch mit der Maus nichts machen. Okay, was war das? Irgendwas explodiert. Ah, jetzt steht er auf. Okay. So, Hard Drive. This information is very dangerous. What shall I do? Destroy Hard Drive? Leave the Hard Drive. Wir zerstören sie mal. Sind die Informationen natürlich auch weg. Die Frage, ob die uns jetzt retten oder uns in den Arsch schießen. Ja, wieder irgendwelche Wissenschaftler, die an uns rumbasteln.
Jetzt sind wir wieder in irgendeinem Hangar. Sieht halt so aus, oder? Zu Hause wäre auch zu schön, ne? Obwohl, das sieht schon ein bisschen mehr nach einem Zuhause aus. Oh, ich habe ein alternatives Ende aktiviert. Das ist ja schön. So Teil 5, aber es gibt auch noch einen Teil 6. Ist ja merkwürdig. Ja, Freunde, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Dann sehen wir uns auf jeden Fall nochmal im 6. Teil. Ich habe hier die Alternative freigeschaltet. Warum nicht? Lasst mal ein Abo da, Kommentar. War jetzt wirklich ein kurzes Ding. Aber okay, ist ja in Ordnung. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.